Herzlich willkommen auf dem Roast Market YouTube-Kanal. Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee und Kaffeemaschinen. Mein Name ist Ben Sommer und heute zeigen wir euch die Profitech Go. Die Profitech Go überzeugt mit einem schlanken Design und wirklich tollen Features. Wir haben hier eine wahnsinnig tolle Einkreisermaschine, die mit einer extrem starken Vibrationspumpe um die Ecke kommt. Sie hat eine Ringbrühgruppe, ist von der Technik her ein Thermoblock, das heißt, sie sind unter 10 Minuten einsatzbereit. Sie überzeugt mit einem wahnsinnig übersichtlichen PID-Display, wo man auch gerade genau die Temperaturen einstellen kann. Die Bedienung der Profitech Go ist wirklich sehr einfach, über diese drei Knöpfe zu tätigen. Mit der PID-Steuerung seht ihr die exakte Brühtemperatur. Startet ihr die Profitech, gebt ihr das Go für den Shot-Timer. Die Vibrationspumpe ist wirklich sehr leistungsstark für so eine kleine Maschine und angenehm leise. Wenn ihr die morgens startet, fällt der Nachbar auch nicht aus dem Bett. Die Espresso-Qualität ist wirklich herausragend. Für so eine kleine Maschine habt ihr auch genug Dampfpower, um die Milch richtig gut aufzuschäumen und eure Latte-Art-Skills zu verfeinern. Der Milchschaum, den die Profitech Go produziert, ist reich und cremig. Ideal für Cappuccinos und Latte Macchiatos. Die Dampfdüse lässt sich leicht bedienen und bietet volle Kontrolle über die Textur des Schaums. Bei der Profitech Go habt ihr den riesengroßen Vorteil, dass ihr die gradgenaue Temperatur am PID-Display ablesen könnt. Bitte denkt aber unbedingt daran, aufgrund der Eingreisertechnik, dass ihr nach dem Umschalten für den Dampfbezug mit einer kurzen Wartezeit rechnen müsst, bis die Profitech auf die Dampftemperatur hochgeheizt ist. Die Reinigung ist wirklich sehr einfach gehalten. Zum Rückspülen der Brühgruppe könnt ihr das mit gelieferter Blindsieb verwenden. Im Allgemeinen gibt es sehr viel abnehmbare Teile, die die Reinigung wirklich sehr, sehr einfach gestalten. Ein kleiner Nachteil der Profitech ist, dass die nicht fest verbauten Teile, wie zum Beispiel der Deckel des Wassertanks, beim Espresso-Bezug ein wenig vibrieren können. Wenn ihr das Blech der Abtropfschale entnehmt, seid bitte vorsichtig, weil diese unter Umständen etwas scharfkantig sein könnten. Zum perfekten Setup braucht ihr natürlich auch die passende Mühle. Die Mühle muss ein sehr gutes, homogenes Mahlbild erzeugen und auch den Mahlgrad fein genug für Espresso produzieren können. Ich persönlich empfehle euch hierzu die Eureka Million Single Dose. Mit ihrem schicken Design und sehr einfachen Einstellbarkeit ist sie das perfekte Gegenstück zur Profitech Go. Für wen eignet sich diese Profitech Go? Die Profitech Go richtet sich an Kaffee-Enthusiasten, die auf ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Ihr bekommt für unter 1000 Euro eine Top-Maschine mit wirklich sehr guter Ausstattung. Die PID-Steuerung, eine wahnsinnig gute Vibrationspumpe, hat ein super Design und der Bedienkomfort ist wirklich einzigartig. Die Profitech Go richtet sich eher an Espresso-Trinker und kleine Haushalte. Wenn ihr natürlich einen richtig leckeren Cappuccino oder Flat Whites machen wollt, ist die Profitech Go auch die richtige Maschine für euch. Das war's zu Profitech Go. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.